Leute, was geht? Ich mache ganz eine Folge von Minecraft Helden. Leute, ihr wisst, was bald passieren wird. Nicht mehr lange. Und dann kämpfen wir gegen Essie, das offizielle 1 gegen 1. Und ihr seht, meine Items, Leute, sind viel zu schlecht. Deswegen, Leute, muss ich das ganz schnell ändern, Leute. Ist auch so aufgefallen, ich habe kein Looting-Schwert, Leute. Bevor ich jetzt farmen gehe, mache ich mir noch ein Looting-Schwert, damit ich ganz viele Enderperlen farmen kann, falls ich Endermänner sehe. Weil ihr wisst, Leute, die sind ganz wichtig in den Kämpfen. Und deswegen muss ich hier schnell irgendwas verzaubern, Leute. Habe ich hier noch Eisen dabei? Eisenschwert sollte, glaube ich, reichen mit Looting. Hauptsache, wir haben das da drauf, Leute. So, komme ich da dann nochmal hin. Ich glaube, hier muss man reingehen, Leute. Müssen wir nochmal später ein Level holen und alles. Weil wir dann richtig viel Rüstung noch verzaubern müssen. Komm mal hier runter. Hier auf jeden Fall nicht. So, hier aber. Ich hoffe, die Farm ist noch hier. Bitte, bitte, bitte. Gut aus und hier können wir noch verzaubern. Nice. Leute, ich bin auf jeden Fall gespannt. Viele haben auch geschrieben, es könnte sein, dass meine letzte Folge ist, Leute. Ganz ehrlich, warum denkt ihr so, Leute? Das ist nicht die letzte Folge, Leute. Ich glaube, ich habe eine richtig gute Chance gegen deine, was ist Energy? Gegen Essie. Es war gut, yeah. Aber Leute, ich weiß, wir könnten das schaffen. Mal gucken, ob wir irgendwo die Verzauberung drauf kriegen. Nee, wir brauchen Looting auf jeden Fall. Ich kriege kein Looting, komm schon. Unbreaking, 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 aber kein Looting. Nicht gut. Kann man das nur auf Bücher machen oder was? Könnte natürlich auch sein. Es kommt hier irgendwie gar nicht. Schärfe 4, aber kein Looting. Komisch. Okay, egal, Leute, egal. Ich glaube, ich werde auch eh nicht so viele Endermänner sehen. Wir müssen auf jeden Fall, was jetzt viel wichtiger ist, Gold holen und Diamanten. Endermänner kann ich auch danach holen, Leute, weil wir brauchen auf jeden Fall auch Enderperlen. Ich habe nur noch 8 Stück, Leute, ist gar nicht gut. Braucht in Kämpfen mehrere Stacks. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg. Warte mal, Leute, ich habe eine andere Idee. Ich habe doch Diamanten. Mit Diamanten kann man doch bestimmt das Abkaufen von jemandem. Ich glaube, ich kenne jemanden, der noch ein Looting-Schwert hat. Ente, Bro! Hä? Ente! Was schreibst du mir gerade? Ich hab's doch gesehen, Bro. Was willst du von mir? Ente, Bro, du weißt, was ich brauche. Ich brauche das Looting-Schwert. Oder Looting-Buch. Hast du kein Schwert, Bro? Ente, ich brauche das für Enderperlen. Du weißt, ich hab doch meinen letzten Kampf mal gegen Essie, Ente, bitte. Was denn, Bro? Stimmt, du musst dich da gut drauf vorbereiten. Du bist wirklich ein guter Gegner. Ich bezahle gut, Ente. Ich geh jetzt eh gleich Diamanten farmen, deswegen, Bro. Egal, was willst du? Was zahlst du mir einfach? Ente, Bro, was willst du dafür? Sag mir, was du mir gibst. Ist es ein Dia-Schwert oder Eisenschwert oder ein Buch? Es ist ein Buch. Oh, da muss ich ein Dia-Schwert auf jeden Fall draus machen, Leute. Das ist wirklich besser. Ich kann dir anbieten. Oh, ich muss ja noch ein Dia-Schwert craften und so, Bro. Du weißt, Bro. 3 Dias! Warte mal ganz kurz, Bro. Ich glaube, da ruft... 4! Da ruft gerade jemand an. Essie ruft an. Der möchte auch ein Looting-Buch haben. Ente, ich hab nicht so viele. 5 Dias, Ente, 5. 5 Dias, einverstanden, Alpha. Hier, yeah, kriegst du, wenn das 5 sind. Hier ist dein Looting-Buch. Ist richtig? Ja, danke! Bitte, tschüssi! Es war aber voll zu teuer, es war viel zu teuer! Danke, du, Bro. Was hast du eigentlich für ein Skin? Was für ein Skin, Bro? Das ist kein Alpha-Clan-Skin. Das ist mein Bademantel-Skin von Yami. Ey, ich dachte, du bist mein Alpha-Clan. Wir sind die Bademantel-Krieger. Ernst, du hast dich verändert, Bro. Nur weil ich dir was abgekauft habe, weiß nicht, dass du... Tschüss. Was ist mit Ente los? So, Leute, jetzt habe ich ein Dia-Schwert gecraftet. Verzaubern wir das einfach schnell. Vielleicht mit Unbreaking, wenn wir es kriegen. Weil, Leute, ihr wisst es, was passieren wird. Ich habe auch sehr viele Kommentare jetzt bis jetzt zu dem Kampf gesehen. Viele Leute sind auch sehr gespannt, was passieren wird. Manche denken, ich kann es schaffen. Das glaube ich sogar auch. Aber es kann auch wirklich passieren, dass es schief geht. Und darf Essie auf jeden Fall nicht unterschätzen, Leute. Aber das mache ich auch nicht. So, jetzt muss ich Level farmen. Und da haben wir das Schwert. So, Leute, let's go. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss schnell alles voll farmen. Ihr wisst es, Leute. Es steht ein großer Kampf an, wo ich mich stellen werde, Leute. Das wird das ganze Projekt hier bei mir beeinflussen. Es kann alles verändern, alles. Ich glaube an mich. Okay, Leute, ich mache mich jetzt auf den Weg zu den Höhlen. Let's go! Let's go, Leute, ich bin in der Höhle und schau mal neben mir. Ah, wir haben Dia gefunden. Sehr gut, Leute, wir nehmen hier natürlich alle mit, die wir finden. Zack. Hä? War das so wenig? Aber Leute, seht schon, ich bin schon mittlerweile bei 54, meine Rüstung hat auch voll viel Leben verloren. Aber die Diamanten ist es wert, Leute, die Dias ist es wert. Und das ganze Gold habe ich noch mitgenommen, hier sehe ich gerade noch Gold. Müssen wir auch mitnehmen für die ganzen Goldäpfel, ihr wisst Bescheid, Leute. Weil sonst werden wir auch ein Problem haben. Ich habe nämlich gesehen, Chaos Flo hatte beim Kampf so ein Stack Goldäpfel und das hat nicht gereicht. Man muss mindestens mit 2 6 Goldäpfeln da reingehen. Und ich weiß nicht, ob ich so viel Gold dafür hätte, Leute. Also es sieht ja schon eigentlich sehr gut aus. Vielleicht reicht es, wenn wir 1,5 Stacks haben, Leute.
Aber ich muss natürlich so krass reingehen, wie es geht in den Kampf. Weil irgendwann geht ja so oder so die Rüstung kaputt. Aber wisst, Leute, ich will natürlich die besten Chancen haben. Hier ist doch nichts schief gehen. Ich muss das Ding holen, Leute, ihr wisst es. Weil sonst bin ich hier raus aus dem Projekt. Ich will nicht raus. Ich will zwar riskieren, einen krassen Kampf zu haben, aber ich will nicht rausfliegen, Leute. Wenn das passiert, Leute, ihr wisst Bescheid, Leute. Aber ich glaube, morgen ist es einfach schon soweit. Ich glaube, morgen werden wir kämpfen. Wir haben jetzt nicht 100% ein Datum, aber wir haben schon gesagt, okay, erst hier sollen wir jetzt morgen kämpfen oder wann? Weil Civil War startet bald, Leute. Und deswegen wollten wir eigentlich jetzt schon kämpfen. Nicht, dass ich sonst einer einmischen kann oder so, weil so sind wir noch geschützt. Und, oh ja, noch ein Dio! Halt's up! Nice. So, Dias habe ich irgendwie richtig Glück, Leute. Finde ich voll viele. Aber leider kriege ich nie so viele, wenn ich die abbaue. Ich verstehe nicht, warum. Okay, Leute, ich glaube, ich hätte jetzt genug Dias. Es reicht für die Höhle. Ey, du bist schon wieder auf. Wisst ihr? Aber ich glaube, wir müssten jetzt eigentlich von alles genug haben, Leute, was für den Kampf reichen sollte. Wenn ich nicht genug Gold habe, dann werde ich nochmal Gold farmen gehen. Ich habe auch voll viele Endermänner besiegen, aber ich kriege nie Enderperlen, Leute. Ich verstehe es nicht. So viele besiegt. Ganz komisch. So, auf jeden Fall viel mehr Enderperlen farmen. Und ich sehe viel zu wenig Endermänner. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich könnte vielleicht in dieses eine Biom gehen, Leute, wo Nessa ist. Ich glaube, da habe ich immer voll viele Endermänner gesehen. Immer so ein halbes Nessa-Biom. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt raus, Leute. Ich gehe raus. Ich muss eh erstmal noch gucken, wie viele Äpfel ich kriege und alles. Ich glaube, Gold habe ich noch hier in meiner Kiste gelagert und alles. Ich habe eigentlich richtig viel Gold. Ich bin gespannt, für wie viel das reichen wird. Aber Leute, ich bin jetzt 2000 Blöcke gereist. Ich muss jetzt erstmal auch wieder zurücklaufen und alles. Oh mein. Okay, Leute, ich bin zurück in der Base. Hat richtig lang gedauert. Wir müssen auf jeden Fall jetzt schauen, Leute. Wie viele Äpfel habe ich noch? Ich habe noch 6 Äpfel. Wir könnten die auch schon mal sofort umwandeln, Leute. Dann hätten wir direkt viel mehr Äpfel. Oh, Leute, wir müssen uns heute wirklich komplett ausrüsten hier. Aufrüsten, meine ich. So, zack, zack. Mal gucken, wie viele Äpfel wir schon daraus machen können. Das war's schon, Leute. Wir brauchen viel mehr Äpfel. Gold haben wir echt genug. So, wir haben jetzt schon 35 Goldäpfel, nice. Die haben jetzt insgesamt 55. Ja, sieht eigentlich bis jetzt sehr gut aus, Leute. Müssen nur kurz schauen, Leute. Haben wir ganz viele Knochen hier, haben wir. Und wir brauchen Setzlinge. Hier haben wir auch, okay, sehr gut. Dann noch eine Axt mitnehmen. Und dann, Leute, eigentlich hat es immer so mit den Äpfelfarmen voll schnell bei mir funktioniert. Aber irgendwie ist halt seit kürzerem irgendwie nicht mehr. Wir können es mal einmal kurz probieren. Ich kann euch das hier mal kurz zeigen, Leute. Eigentlich habe ich immer richtig schnell Äpfel bekommen. Warte, ich zeig das jetzt so. Zack, zack. Ich habe die hier alle nebeneinander aufgestellt. Dann habe ich immer alle Bäume hier sofort abgebaut. Weil guck mal, ihr seht dann, wie viele Blätter hier wegfliegen. Aber ihr werdet gleich sehen, es kommen fast gar keine Äpfel mehr. Das ist richtig komisch. So habe ich auch gerade meine 30 Äpfel gefahren. Das sind nicht gerade. Das sind noch von damals. Weil damals war das so einfach. Vielleicht wurde hier irgendwas am Server geändert oder so. Schaut jetzt, Leute. Mal gucken. Und, kommt hier irgendein Apfel? Ein Apfel haben wir! Nice! Okay, einen haben wir bekommen von 3 Bäumen. Das ist eigentlich eine gute Rate. Und da läuft auch irgendjemand rum. Oh, oh, was ist das? Das ist Ente. Eine Ente lasse ich in Ruhe, Leute. Ich will nur meine Äpfel farmen, Leute. Mehr muss ich hier nicht, weil wir müssen es echt vorbereiten, Leute. Sonst haben wir morgen ein Problem, wenn es zu dem Kampf kommt. Und ich will es auf jeden Fall überleben. Nein, das ist so ein Riesenbaum. Oh, bis der ab ist, Leute. Es dauert Jahre. Egal, Leute, lass doch hoch. Lass sofort hoch den Riesenbaum zuerst abbauen. Ich muss auch auf jeden Fall noch viel mehr Cobweb farmen, Leute. Ich glaube, für den Kampf wäre das auch sehr wichtig. Also, wenn ich wieder einen Minenschacht sehe. Ich glaube, wir müssen so oder so noch mal in eine Höhle gehen. Und das würde ich so oder so machen für Spinnnetze. Also, mal gucken. Kommt da was raus? Nee, hier nicht. Komm schon, Peipfel. Bitte, Peipfel. Bitte, Peipfel. Ein Apfel haben wir schon wieder. Hä, aus einem Baum? Jetzt haben wir irgendwie Glück, Leute. Letztes Mal hatte ich gar kein Glück, wirklich. Vielleicht wurde wieder was umgestellt. Ich weiß es nicht. Letztes Mal hatte ich die ganze Zeit Pech, Leute. Die ganze Zeit. Ich kann es nicht glauben, Leute. Deswegen, nehmen wir schon jetzt einfach mal. 2 Äpfel haben wir bis jetzt. Ich glaube, jetzt kriegen wir vielleicht auch keinen mehr, oder? Ich habe immer noch 2, Leute. Ihr seht es. Wie viele Bäume habe ich jetzt abgebaut? Mach mal den hier auch noch fertig. Und zack, bitte. Und? Nein, 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 nein. Haben nur 2 Äpfel immer noch. Leute, seht ihr, wie schwer das ist? Seht ihr, was ich meine, Leute? Das ist echt nicht einfach. Liegt es vielleicht an dieser Insel hier? Soll ich vielleicht mal dahin probieren, Leute? Aber das PvP aktiviert. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner von den ganzen YouTubern. Oh, wie viele sind online? Ich hoffe, von denen kommt jetzt hier keiner rüber, Leute. Ich schwimme mal schnell vorbei mit meinen Schuhen. Dann lasse ich ganz schnell mal rüber. Ich hoffe, hier sieht uns wirklich keiner. Ich sehe gleich irgendwo ein YouTuber hinterherkommt. Leute, ich will doch nicht kämpfen. Ich will den fairen Kampf gegen SU. Das wisst ihr, Leute. SU werde ich fair besiegen. So, hier ist die Fläche perfekt frei, Leute. Dann können wir richtig viel platzieren. Ich hoffe nur, dass wirklich die Riesenbäume nicht kommen. Die abzubauen dauert immer so lange. Okay, das ist ein kleiner Baum. Kleiner Baum, bitte, bitte, bitte.
Ja, sehr gut. Mich verbindet die auch immer, weil ich habe das Gefühl, wenn die so alle verbunden sind, kann da mehr rauskommen irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das nur denke, aber könnte ja sein. Leute, ihr seht, wie viele Blätter das hier sind. Da müsste jetzt mindestens ein Apfel rauskommen. Wenn nicht, dann verstehe ich das Spiel nicht. Wirklich. So selten kann das gar nicht sein, einen Apfel zu kriegen. So, Leute, noch ein Baum. Oh, es fällt jetzt schon ab. Ist hier irgendwo ein Apfel rausgekommen? Ich sehe wieder keinen. Bitte, Leute, kommt schon. Und den letzten Baum noch. So, jetzt müssten alle Blätter gleich ab sein. Und alle Blätter sind ab. Und? Wie? Seht ihr das? Wie schwer das ist, Äpfel zu farmen? Ihr habt alle kommentiert, Leute, Alpha, du musst auf jeden Fall viel mehr Äpfel farmen. Leute, ihr seht, wie schwer das ist. Wir haben so viele Bäume abgebaut. Und ich habe immer noch zwei. Hä? Oder muss ich die Blätter vielleicht mit Glück abbauen oder so? Mit einer Schere oder mit Glück oder irgendwas? Soll ich mal mit meiner Glück 3 Spitzhacke probieren? Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Ich probiere einfach mal. Da ist ja Glück 3 drauf, Leute. Ich schau mal. Wie vielleicht dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass hier was droppt. Oh, ich mache jetzt meine Spitzhacke unnötig kaputt, Leute. Oh nein, das tut richtig weh. Das sie gerade anziehen zu müssen. Aber ich habe gerade keine Wahl, Leute. Ich brauche mehr Äpfel. Was kommt immer noch keiner? Nein, Leute, ich glaube, das ist einfach gleich unwahrscheinlich. Die ganze Zeit. Soll ich auch die Blätter so mit der Hand abbauen, Leute? Seht ihr das, Leute? Es ist viel zu schwer. Zack, und der Baum ist komplett ab, Leute. Wieder kein Apfel. Haben wir gerade aber auf der anderen Insel mehr bekommen, habe ich das Gefühl. Hier habe ich bis jetzt noch gar keinen bekommen. Ich weiß nicht, ob das hier auch irgendwas mit Biom oder so zu tun hat. Ich glaube eigentlich nicht. Bei Minecraft kann ja alles möglich sein, Leute. Alles ist hier immer möglich. Dann probieren wir es wieder hier an unserer Base, Leute. Let's go, Leute, komm schon. Bitte gib uns Glück, bitte gib uns Glück. Komm schon, Apfel. Immer noch kein Apfel. Leute, wie soll ich alles schaffen? Wir haben nur noch einen Tag Zeit. Ich brauche über einen Stack Äpfel. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das ist so schwer. Wie viele Bäume muss ich bitte platzieren? Wirklich jetzt, Leute? Das ist doch nicht wahr, Leute. Das fühlt sich an wie ein Prank. Als würde mich der Server pranken. Das kann wirklich nicht wahr sein, Leute. Das kann wirklich nicht wahr sein. Kommt schon unter Riesenbaum hier noch. Oh, das ist ja gigantisch. Ah, wenn jetzt hier kein Apfel kommt, Leute, bin ich sehr sauer. Sehr sauer. Boah, das ganze Holz ist da ab, Leute. Wie viel Holz ist da noch? Irgendwo ist da noch Holz. Eine Menge Holz. So, abbauen und ab. Immer noch nicht. Und jetzt aber. Zack, 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 zack. Ja, 2 Äpfel sogar. Oh, 3. Creeper, geh weg. Mach kein Auge. Wir haben jetzt 5 Äpfel. Okay, Leute, endlich mal, es funktioniert, Leute, endlich. Okay, Leute, auf dieser Insel spawnen irgendwie mehr Leute. Hat es was mit der Insel zu tun? Auf der anderen Insel ist gerade gar keiner gespawnt. Das habt ihr selber gesehen. Baue ich auch nochmal ab. Kommt schon, und? Wieso passiert hier nichts? So, jetzt aber, und? Wieder kein Apfel. Och, Mann, ey. Das heißt, wir haben bis jetzt 40 Goldäpfel. Okay, wir haben bald 1 Stack voll, Leute. 1 Stack müssen wir auf jeden Fall voll kriegen. Vorher kann ich nicht andere Sachen machen, Leute, weil Goldäpfel, ihr wisst, wie wichtig die sind. Mit denen kann man viel offensiver kämpfen, Leute, wenn man die gegessen hat. Oh Mann, ey, Leute, ich kann nicht glauben, dass es vielleicht eine der letzten Folgen ist von mir. Von Minecraft-Helden, Leute. Aber ich glaube, wir müssen uns echt langsam hier verabschieden von dem Projekt. Ich werde natürlich am besten geben, Leute. Ich werde jetzt hier noch alles vollfarmen und so, Leute. Ich werde auch meine Rüstung noch auf Protection 4 machen. Ich muss ja komplett krass verzaubern, Leute, mit den krassen Effekten. Mein Schwert auf Schärfe 5. Ich muss voll das krasse Schwert noch machen, Leute. Ich will noch einen Punchbogen machen, dass ich ein bisschen Abstand im Kampf halten kann. Also ich habe mir auf jeden Fall schon überlegt, was ich hier machen kann. Aber es könnte halt auch, wie gesagt, schief gehen, Leute. Das wisst ihr. Und wenn es schief geht, bin ich raus. Aus Minecraft-Helden. Ich will nicht, dass es passiert, aber warte, jetzt kriege ich ganz gut Äpfel. Habt ihr es gesehen? Jetzt haben wir schon 9. Das lief eigentlich gut, sag ich ehrlich. Also hier ist auf jeden Fall ein guter Spot. Ich weiß nicht, warum ich hier so viele kriege, aber das ist schon mal sehr gut. So Leute, let's go. Spaß, ich esse nicht. Dann lass mal gucken, wie viele wir schon wieder umwandeln können. Und den ganzen, warte mal, wie viel Gold haben wir hier noch? Hier haben wir ein Steak. Ich mach wieder voll viel Braten gehen, Leute. So. Zack, jetzt haben wir schon 43 Goldäpfel. Wird aber auch wahrscheinlich kein Apfel mehr in der Kiste sein, oder? Nein, 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 nein. IT hat bestimmt auch alle in seinem Inventar. Okay, Leute, dann platziere ich wieder ein paar Bäume hier hin. Und let's go. Wir brauchen Äpfel. Bitte. Und gleich müssen alles droppen, Leute. Let's go, let's go, let's go. Und zack. Komm schon. Und leider nur einer. Ich glaube, das war wirklich nur einer. Schade. Aber jetzt haben wir schon insgesamt 45. Ja, Leute, das funktioniert. Jetzt muss ich auf jeden Fall so weitermachen, Leute. Das merke ich gerade. Das ist schon mal sehr gut. Dann würde ich sagen, Leute, das mache ich noch später, Leute. Ich muss jetzt erstmal noch, ganz wichtig, die neue Rüstung craften, Leute. Die vielleicht letzte Rüstung, die ich hier craften werde in Minecraft-Helden. Komplette Dia-Rüstung.
So, zack, Leute. Die haben wir auch schon mal gecraftet. Sollen wir auch ein neues Schwert machen? Ich glaube, das wäre besser, oder? Wir brauchen auf jeden Fall ein Schärfe 5 Schwert. Aber das hier ist schon ganz stark. Wir können auch das hier reparieren eigentlich. Muss ich noch Schärfe 4 drauf machen? Was gibt's denn da noch? Rückstoß, aber das brauche ich eh nicht. Das ist eigentlich schon ganz gut, das Schwert, was wir haben. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen sehr starken Bogen. Hört mir alle kommentiert, ich habe keine Flamme. Habe ich hier Flamme auf dem Schwert? Ja, habe ich. Ich brauche auf jeden Fall Flamme 2. Gibt's Flamme 2? Ich weiß nicht, aber der hat Power 5. Flamme hat der auch. Unendlichkeit wäre noch nice. Wir können hier einfach voll viele Pfeile mitnehmen. Könnten wir den auch eigentlich reparieren, oder? Dann müssen wir auch, glaube ich, keinen neuen Bogen machen. Oder gibt es noch was krass Punch, will ich eigentlich noch haben? Muss man gleich schauen, ob ich den reparieren kann. Oh Mann, Leute, ich kann nicht glauben, dass ich mich hier wirklich auf den letzten Kampf vorbereite. So, hier haben wir noch... Hier haben wir eigentlich schon Protection 4 und Unbreaking 3. Was gibt es noch für Effekte, Leute? Kommentiert das auf jeden Fall. Wenn ich irgendwelche wichtigen Effekte noch vergessen habe. Weil die haben ja eigentlich schon das Allerwichtigste, glaube ich. Muss, glaube ich, auf jeden Fall noch einen Helm machen, Leute. Einen Helm habe ich hier nicht. Feather Falling könnte ich noch hier drauf machen, sehe ich gerade, habe ich nicht. Oh, wenn ich Yamis Schuhe reparieren könnte, das wäre auch krass. Weil er hat schon so krasse Effekte. Immer kurz gucken, Leute. Wir müssen noch kurz hier in die XP-Farm gehen. Leute, aber wenn jetzt sogar das Projekt jetzt zu Ende geht, dann ist auch okay, Leute. Das ist ein PvP-Projekt. Das war jetzt keine YouTuber-Insel oder so. Ihr wisst so oder so, vielleicht habt ihr schon gehört, es wird auch demnächst schon ein neues Projekt starten, Leute. Deswegen mache ich mir gar keine Gedanken, Leute. Falls wir das sogar verlieren, dann ist es halt so, wenn wir gewinnen, was ich glaube, was wir schaffen können. Aber falls wir es halt doch nicht schaffen, Leute, dann ist es halt auch so. So, mal gucken. Wir können die reparieren. Oha, Leute, warte mal, die haben doch schon alle krassen Effekte. Feather Falling, Protection und Unbreaking. So viel, wie teuer wäre das? 4 Diamanten, Leute. Soll ich das machen? Dann muss ich keine neuen machen, oder? Oder gehen die schneller kaputt oder so, weil die schon gebraucht sind? Weil, Leute, ich habe das jetzt mal repariert einfach, weil ich habe... Wo sind meine ganzen Dias? Ah, ich habe die Rüstung gecraftet. Stimmt, okay. So, warte mal, ich habe die Schuhe repariert. Egal, Leute. So, dann haben wir schon mal gute Schuhe mit Feather Falling. Nice. Brauchen wir noch einen sehr guten High Protection 4. Respiration. Was bringt ihr? Ah, damit kann man unter Wasser atmen. Und Aqua Infinity, dass man länger unter Wasser... Das ist eigentlich auch gut, Leute. Kann ich ihn auch reparieren? Oder ist das schon komplett kaputt, Leute? Schau mal. Den können wir auch reparieren, Leute, den Helm. Dann haben wir eigentlich auch schon einen Helm. Protection 4, Unbreaking 3, ja. Dann haben wir schon fast die ganze Rüstung, Leute. Ich kann es nicht glauben. Nein, Leute, das ist nicht gut, Leute. Ich dachte, ich werde voll lange brauchen. Aber mich ja wirklich schon fast kampfbereit, Leute. Ich muss nur noch ein paar Äpfel farmen und so, ihr wisst. Und dann wäre ich wirklich schon bereit für den letzten Kampf. Es wird nicht der letzte Kampf, Leute. Aber es wird auf jeden Fall einer der schwierigsten, glaube ich. Weil ihr wisst, Leute, SJ Benson besiegt. Und Benson, gegen Benson habe ich so einen Helden in Minecraft World Summit verloren. Das könnte wirklich ein sehr schwieriges Ding werden, Leute. Wirklich sehr schwierig. Ich mache mal kurz die Level voll, Leute. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier zack, zack, zack. Dann müssen wir, glaube ich, den Helm jetzt machen können, oder? So, hier ist der kaputte Helm. Ein paar Diamanten reinlegen. Zack, 4 Diamanten. Und haben wir jetzt eine komplette Rüstung? Weil wir dürfen doch im Kampf nur eine Rüstung benutzen. Yeah. Ich glaube, mehr können wir nicht verzaubern, Leute. Ich glaube, Thorns macht die Rüstung schneller kaputt, deswegen verzauber ich das nicht. Dann brauchen wir auf jeden Fall auf dem Schwert hier noch Schärfe 5. Wir haben kein Schärfe 5 drauf. Können wir die zwei Schwerter eigentlich kombinieren? Kriegen wir dann Schärfe 5? Ich weiß nicht, ob das in Minecraft geht. Das geht, dann haben wir Schärfe 5. Wenn wir die zwei kombinieren. Aber wir brauchen eigentlich nur ein Schärfe 4 Buch. Aber so könnten wir das natürlich auch machen, Leute. Das könnte ich dann im Notfall machen, falls ich kein Schärfe 4 Buch mehr kriege. Aber ist eigentlich voll einfach. Nein, Leute, dann haben wir jetzt schon die komplette Rüstung. Goldäpfel haben wir bis jetzt so viele. Muss ich auf jeden Fall noch Cobweb Farm gehen. Aber ihr seht, Leute, ich bereite mich echt langsam vor, Leute. Es ist bald soweit. Wir werden kämpfen. Wir werden kämpfen, Leute. Und nicht einfach so. Und zwar gegen Asil, der das Herz hat. Weil wenn wir den besiegen können, Leute, wenn wir es schaffen, dann kriege ich halt ein extra Herz. Und dann klaue ich das Item einfach, weil das geht ja eigentlich Rainy. Aber ich glaube, Rainy leitet das aus. Und dann gehört das mir! Dann habe ich quasi ein extra Herz. Wisst ihr, wie OP das wäre, Leute? Dann kann ich das Projekt viel länger spielen. Deswegen muss ich den Kampf machen, Leute. Ich kann da nicht absagen. Ich muss das machen. Deswegen, Leute, seid mir nicht sauer, dass ich das machen will, aber... Ich glaube, das ist die beste Option, was es hier aktuell im Projekt gibt, Leute. Mit dem extra Herz kann ich viel riskanter spielen, wenn ich es schaffe. Ich muss halt einmal Risiko machen, Leute. Ist zwar der beste Spieler SC, aber ist egal. Ich denke, eventuell könnte ich das schaffen, Leute. Wenn ich an mich glaube, Leute, wenn ich alles richtig spiele und so, dann könnte ich das schaffen. Ich weiß das. Ich weiß das, Leute. Deswegen, Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall weiter Bäume fahren. Ihr habt gesehen, wie lange das dauert. Lasst ein Abo, damit ihr die Folge nicht verpasst, wo ich gegen SU kämpfen werde. Lasst ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst zu abonnieren und keine weiteren Videos auf meinem Kanal zu verpassen. Und dann würde ich sagen, tschüss!